Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin wieder in Kapstadt unterwegs, wie ihr seht. Und mein Plan ist heute auf den Tafelberg zu wandern. Also eher nicht zu wandern, sondern mit dem Cable Car zu fahren. Und ja, da nehme ich euch mit. Und wenn es euch gefällt, gebt mir doch einen Daumen hoch. Jetzt rufe ich mir erstmal ein Uber und ich fahre nicht alleine. Ich nehme jemanden aus der Schweiz mit, den ich kennengelernt habe, und da wollen wir hoch. So, wir sind hier oben angekommen und jetzt stehen wir hier am Ticketschalter. Es sind nicht viele vor uns, nur 10 Leute oder so. Schön. Ach, ich freue mich. Da ist der Lion's Head. Zeit reicht leider nicht mehr aus, um da auch noch hochzugehen. So, jetzt geht's los. So, zuerst wird einmal bei jedem Fieber gemessen. Ja, keep the ticket safe for coming back. Table Mountain aerial cableway. Just a friendly reminder to please keep your mask on at all times in the cable car, folks. As we go up, the floor will be rotating, so kindly step away from the sides and let go of all silver handrails. Please keep it safe as you need them to come back down again. As we dock, we'll be reaching a height of 1,067 meters above sea level. That's approximately 3,500 feet. Your exit will be to the left-hand side, facing the main building. So, wir sind oben angekommen. Hier sieht man Kemp's Bay. Es ist eines der 7 Weltwunder. Die Jacke haben wir schon mal angezogen, weil es ist echt kalt und windig hier oben. Und ich zeige euch mal den Ausblick. Hier unten seht ihr Kemp's Bay. Und hinter dem Table Mountain Massiv, da ist die Fords Bay.
auch ein Restaurant. Vielleicht probieren wir es nachher aus, aber jetzt wollen wir uns erstmal hier oben umschauen. Ich bin übrigens mit einer Klassenkameradin hier hochgefahren aus der Schweiz, der Katrin. Hallo Katrin, falls du das Video siehst, liebe Grüße! Hier hinter diesem Bergrücken ist Out Bay und das ist jetzt die Kap-Halbinsel und da drüben ist die Falls Bay. Jetzt hier oben und hier gibt es verschiedene Wanderwege und das sieht hier aus wie so eine Ebene. Man denkt nicht, dass man hier auf einem riesigen Berg ist. Ich gehe jetzt hier mal zur Kante. Mal sehen, wie es hier unten aussieht. Oh, wow. Mega. Hier ist jetzt der Wanderweg. Auch noch ein kleiner Shop, wo man Souvenirs kaufen kann. So, jetzt gibt es hier noch einen leckeren Kaffee hier hinter uns. Und dann setzen wir uns noch ein bisschen gemütlich hier hin, bevor wir wieder runterfahren. Wieder so warm, dass ich meine Flipflops anziehen konnte. Unter mir sind mega viele Zelte. Das ist hier praktisch unter der Autobahn und hier leben so viele Obdachlose. Ich bin jetzt an der Waterfront angekommen. Ich zeig's euch mal. Ja, so sieht's ja aus. Hier sind viele touristische Sachen, aber auch ein Clock Tower, Restaurants und hier kann man Sunset Cruise machen, zu Robben Island fahren und shoppen und da hinten ist auch ein Riesenrad und hier gibt es einen wundervollen Ausblick auf den Lionhead, den Tafelberg und die Innenstadt von Cape Town.